Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum auf der Demo in Berlin viel erreicht wurde. Viele scheinen ein bisschen ernüchtert. Die Regierung ist immer noch im Amt, es hat sich scheinbar gar nichts geändert. Jetzt haben wir demonstriert und was jetzt? Jetzt ist ja doch noch alles so wie vorher, die Medien haben unsere Demonstration verheimlicht und wir können nichts machen. Jetzt dürfen wir wieder nach Hause fahren und 90% der Leute nach Umfragen sind immer noch dafür. Wo ist jetzt also der große Zugewinn? Warum hat sich die weite Anreise gelohnt? Durch die Demo hat man es geschafft, Transparenz zu erzeugen. Die Altmedien und die Altparteien mussten Farbe bekennen. Rot-Rot-Grün in Berlin hatte im Vorfeld so viel Angst vor der Demo, vor den Bildern des Umzugs vielleicht vor allem, dass sie die Demo verbieten wollten. Und sie sind dabei kläglich gescheitert. Die Medien haben das jetzt natürlich außer einem kurzen kritischen Kommentar über Geisel nicht weiter gepusht. Geisel wird jetzt wieder so hingestellt als der nette Innensenator, der nur aus gutem Willen die Demo verboten hat und etwas überreagiert hat. Aber die Verfehlungen, die jetzt geschehen sind, auch seitens der Medien, die kann man dokumentieren und man kann sie vor allen Dingen in Zukunft den Altmedien und den Altparteien in Interviews immer wieder vorhalten. Besonders den Altmedien. Den Altparteien kann man vorhalten, dass es ihnen egal war, dass die Demo verboten wurde. Merkel ist ja nichts anderes dazu eingefallen, dass sie den Beschluss von Geisel respektiere. Auf der Demo haben jetzt viele am eigenen Leib erfahren, was in Deutschland schon seit langem gang und gäbe ist, womit sie selber aber noch nicht konfrontiert worden sind. Die Berichterstattung über die Demo ist erschütternd, aber es ist eigentlich das Vorgehen, wie man es seit langem gewohnt ist. Es werden negative Dinge groß herausgestellt, die Lupe drauf gehalten, es wird nur darüber geredet und darüber wird ein Falscheindruck über die ganze Demo erzeugt. Natürlich war der Vorfall am Reichstag ärgerlich, aber wie viele Leute waren das? Das waren 200 Leute. Die friedliche Veranstaltung wird absichtlich in den Hintergrund geschoben. Es wird erzählt, normale Leute laufen neben Rechtsextremen. Dann wird so das Bild erzeugt, es sind jetzt 50% normale Leute und 50% Undemokraten. Natürlich ist es bestimmt so gewesen, dass irgendwo auf der Demo diese Leute nebeneinander gelaufen sind. Aber es ist natürlich unverhältnismäßig und spiegelt nicht die Demo wider, wie sie war. Am Ende entsteht das Bild einer vollkommen anderen Demonstration, das durch die Medien transportiert wird, als es in Wahrheit war. Und das Gute daran ist, dass das jetzt ganz viele Leute mitbekommen haben, an der eigenen Haut. Und diese Leute werden es weitererzählen und man kann es vor allen Dingen in Zukunft immer wieder vorbringen. Das heißt, der Erfolg darin besteht, dass man die Altmedien und Altparteien zu Handlungen gezwungen hat, die aufzeigen, wie sie sind. Dass es eben keine Demokraten sind. Dass Rot-Rot-Grün in selbstverständlicher Art und Weise die Demo stoppen wollte. Dann wie die Polizei auf der Demo probiert hat, überall Fallstricke zu legen. Wie beispielsweise, dass der Demonstrationszug gestoppt wurde. Dieses Vorgehen ist erschütternd. Aber jetzt sehen es die Leute einmal. Und natürlich werden jetzt ganz viele nicht glauben, dass das früher bei anderen Demonstrationen, beispielsweise in Chemnitz, als die Leute auf die Straße gegangen sind, als sie gegen den Mord demonstriert haben, dass es damals ganz genauso war. Sie denken jetzt, das war jetzt nur jetzt so. Aber es wird ihnen vielleicht so ungut ein bisschen im Dunkeln dämmern, dass es vielleicht früher auch irgendwie nicht ganz so war. Und wenn Sie sich dann ein bisschen interessieren, dann können Sie vielleicht irgendwann verstehen, dass es natürlich schon die ganze Zeit genauso läuft. Die AfDler sollten nicht den Fehler machen, jetzt den Leuten hinterher zu kriechen, die sie bis dahin noch schlecht gemacht haben. Und sozusagen dankbar sein, jetzt dürfen wir auf der Demo mitlaufen, ohne dass wir schlecht gemacht werden. Sie können erhobenen Hauptes sein. Sie haben sich die ganze Zeit schon diesen Schamotte abbekommen, haben sich dagegen gewehrt, haben sich für die Demokratie eingesetzt. Die anderen, sie waren hochnäsig. Sie haben nicht aufgepasst. Sie haben sich verleiten lassen. Sie haben durch Passivität und durch ein Kreuz bei den Altparteien und auch durch Angaben bei Umfragen, haben sie den Altmedien und Altparteien bisher geholfen. Sie sind es, die sich entschuldigen müssen. Und nicht ist es so, dass jetzt die AfD-Leute diesen Leuten hinterherlaufen, hinterherkriechen müssen.
Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.